Also wir werden, so wie es vorher gesagt wird, die Zeit bis 2026 noch als sehr unruhig, teilweise sehr verwirrend, teilweise sehr überraschend, teilweise sehr herausfordernd erleben. Danach wird dann eine Zeit sozusagen der Prüfung beginnen. Also das Alte, was sich jetzt noch wehrt, was versucht noch sozusagen seinen Platz zu halten, das wird sich dann recht zügig auflösen. Alles, was nicht mehr zeitgemäß ist, das wird halt verschwinden. Und dann nimmt das Neue auch Form an, für jeden sichtbar. Und das, was momentan an Ängsten, an Schwierigkeiten, an vielleicht Bedrückung da ist, das wird sich wandeln in Kreativität und in Ideen, wie eine neue Welt beschaffen sein kann, wie ein neues Zusammenleben aussehen wird. Das werden wir also bis 2032 eine sehr positive Zeit erleben. Dass wir natürlich jetzt momentan mit solchen Spannungen zu tun haben, mit solchen Unwägbarkeiten, dass alles sozusagen auf des Messers Schneide zu stehen scheint, egal ob jetzt in militärischer Hinsicht, in politischer Hinsicht, in wirtschaftlicher Hinsicht oder auch was die Natur anbetrifft, das hängt einfach mit der Zeitqualität zusammen, in der wir leben. In diesem Zeitraum, wir können sagen, von jetzt oder eigentlich schon seit 2020 bis 2032, das ist ein Zeitraum, in dem die Entwicklungen für die nächsten 250 bis 300 Jahre entschieden werden. Hallo und herzlich willkommen hier bei Bewusstsein TV und zu unserem zweiten Teil des dritten Updates der Palmblattlesung aus Chennai. Ich wünsche euch viel Spaß. Gleich nach dem Intro geht's weiter. Ich es schon in dem YouTube-Upload versprochen hatte, hier ist unser zweiter Teil des aktuellen Updates aus der Palmblatt-Bibliothek in Chennai. Wir hoffen, dass wir diesmal von entsprechenden Unterbrechungen verschont bleiben, denn ich bin auch wieder zu Hause im heimatlichen Büro. Die Verbindung ist hier bei weitem besser im Hotel, also sollte das alles klappen. Zunächst erstmal herzlichen Dank an die Community für das Verständnis, dass es bei uns auch manchmal nicht so ganz rund laufen kann. Das ist halt so, wo gehobelt wird, fallen Späne. Und auch wir sind jetzt keine Götter, sondern den technischen Unzulänglichkeiten manchmal unterworfen. Und noch ein ganz, ganz großes Dankeschön an alle, und zwar für die über 30.000 Abos für den Kanal. Ohne die Community würde das nicht so funktionieren, wie es das tut. Ganz, ganz lieben Dank an alle und herzlich willkommen unseren Kollegen aus Indien. Babu Manu, thank you very much for joining again this session. And yeah, we can say we're continuing with our update. Thank you very much. Thank you. Jetzt geht es um die Entwicklung bei Investitionen, speziell bei Edelmetallen. Da sieht er in den nächsten Monaten einen weiteren ungebrochenen Aufwärtstrend. Es wird einen kleinen Rücksetzer geben. Ich glaube, das war im letzten Update auch schon so erwähnt, dass wir da so im Mai diesen Jahres nochmal einen kleinen Abwärtstrend erleben werden, bevor dann die Preise für die Edelmetalle wieder ansteigen werden. Das sieht er, eine ungebrochene Preisrallye, könnte man sagen, in den nächsten Monaten. Es wird darüber hinausgehen über die Erwartungen, die Investoren momentan in diesen Edelmetallen haben. Der Hinweis jetzt auf tektonische Veränderungen, und zwar sieht er, dass es in dem Meer, also in der Tiefsee, Beben geben wird, und zwar sieht er dort Beeinträchtigungen an der türkischen Küste, aber er sieht durch diese Erdbeben auch Auswirkungen auf die eigene Heimatstadt, nämlich dass es Erschütterungen und auch Probleme mit der See, also möglicherweise ein Tsunami, auch in seiner Heimatstadt in Chennai geben wird. Also Südindien sollte von diesen Ereignissen auch betroffen sein. Das Epizentrum dieses Bebens liegt aber im Meer. Jetzt geht es um Informationen speziell für Indien. Dort wird es in der bevorstehenden Monsunzeit Probleme geben im Großraum Delhi, sowohl im Großraum von Bombay oder Mumbai und in Pune. Dort sind sehr starke Regenfälle mit Überflutungen verbunden zu erwarten. Das wird sehr außergewöhnlich und auch sehr, sehr kurzfristig, sehr unerwartet passieren. Ebenso neben Maharashtra, also Pune, ist auch der Süden Indiens betroffen, und zwar die Gegend um Bangalore. Dort, wo üblicherweise nicht so starke Regenfälle zu verzeichnen sind, wird das auch in diesem Jahr wird es sehr viel Starkregen geben, auch sehr plötzliche Wetterumschwünge. Und das wird Auswirkungen haben, jetzt nicht unbedingt mit Überflutungen, aber zumindest auch was die Infrastruktur anbetrifft, bis hin nach Chennai.
Jetzt gibt es Informationen über Russland und auch über das Vereinigte Königreich. In Bezug auf den russischen Präsidenten ist gesagt, dass es wieder Gerüchte über seinen Gesundheitszustand geben wird, die zu gewisser Unruhe auch international führen werden. In Bezug auf die Herrscherfamilie, also die Königsfamilie, die Royals in Großbritannien, ist gesagt, dass es aufgrund der aktuellen Situation im gesundheitlichen Zustand, aber auch die familiäre Situation dort ebenfalls Schwierigkeiten, Probleme in den nächsten Monaten geben wird, bis hin zu Ideen, ob diese Form der Monarchie noch zeitgemäß ist. Also da sehen Sie ein größeres Auf und Ab in der Hinsicht. Und auch die wirtschaftliche Situation Großbritanniens, die sich in den nächsten Monaten nicht gerade positiv entwickeln wird, wird zu diesen Diskussionen, zu den Unruhen um die königliche Familie beitragen. Jetzt geht es um die Situation im Nahen Osten. Dort wird es in muslimischen Ländern Proteste in Bezug auf die derzeitigen Entwicklungen geben, also innenpolitische Probleme, die zu einer Destabilisierung der Situation im Nahen und Mittleren Osten führen werden. Allerdings wird sich auch Europa innerhalb der nächsten Monate mit wieder verstärkten Protesten gegenüber den Vorhaben der Regierungen konfrontiert sehen, wo also Leute in ganz Europa gegen Pläne der Regierung auf die Straße gehen werden. Das wird ebenfalls zu Beeinträchtigungen der Infrastruktur und der öffentlichen Ordnung in den kommenden Monaten führen. Eine Information zu der Entwicklung der ökonomischen Situation in den Vereinigten Staaten von Amerika. Da sagt er, innerhalb der nächsten 10 Tage wird es einige größere Ereignisse dort geben, die mittelfristig in den nächsten Monaten auch auf die Ökonomien anderer Volkswirtschaften einen großen Einfluss haben werden. Also da gibt es große Veränderungen, was die Situation im wirtschaftlichen und im ökonomischen Bereich anbetrifft, die auch recht unerwartet sein werden. Also dass das dann eine größere Auswirkungen auch international haben wird. Jetzt geht es um Öl und Treibstoffe. Da sieht er, dass es entweder in der Herstellung, also der Förderung des Öls, oder auch in Bezug auf die Vertriebsketten Unterbrechungen geben wird. Das muss jetzt nicht mit Naturkatastrophen bzw. irgendwelchen militärischen oder sonstigen Aktivitäten zu tun haben. Für mich klingt es eher, wie er das gesagt hat, dass es eine Entscheidung der Produzenten ist, dort die Ölförderung restriktiv zu handhaben, um das Preisniveau zu beeinflussen, und das wird zu steigenden Preisen am Ölmarkt und natürlich zu den Produkten auch in Bezug auf die Produkte führen, die aus Öl hergestellt werden. Also dort sehen wir in den nächsten Monaten nochmal eine deutliche Preisentwicklung nach oben in Bezug auf Öl- und Erdölprodukte. Jetzt gibt es weitere Informationen über Naturkatastrophen, und zwar sieht er größere tektonische Bewegungen, die zu Vulkanausbrüchen führen werden. Und zwar sagt er nahezu zeitgleich entweder in Europa und Nordamerika, das wäre dann insbesondere Kanada, oder aber auch in Asien, wo also fast zeitgleich 2 Vulkane ausbrechen werden. Es gab noch eine Information zu Kanada. Dort sieht er aufgrund der Wirtschaftspolitik in den nächsten Monaten auch erhebliche Turbulenzen an den Märkten. Sieht wirtschaftliche Probleme, mit denen das Land konfrontiert sein wird, die sich bis ins nächste Jahr hinein erstrecken werden. Jetzt geht es um weitere Entwicklungen, also nicht nur für die nächsten Monate, sondern auch für die nächsten Jahre, hat er gesagt, was die weltweite Reisefreiheit anbetrifft. Da sieht er, dass es Restriktionen geben wird an bestimmten Orten, die teilweise mit zu viel Tourismus begründet werden, die mit der Schutz der Umwelt begründet werden. Es geht, so würde ich das übersetzen, darum, Reiseaktivitäten zu beschränken und sozusagen die individuelle Bewegung stärker zu kontrollieren, zu beschränken. Natürlich wird auch die weltweite ökonomische Situation, wirtschaftliche Situation dazu beitragen, dass natürlich Spannungen, die zwischen verschiedenen Ländern bestehen, seien sie jetzt nun militärischer, seien sie wirtschaftlicher Art, dass sie auch zu Reisebeschränkungen führen können, sodass dann also nicht mehr für alle Reisenden Visa ausgestellt werden oder dass es bestimmte Restriktionen bei Einreisebestimmungen gibt. Diese Entwicklungen werden sich in den nächsten beiden Jahren entsprechend zeigen. Speziell in den nächsten Monaten wird man sehen, dass also dort auch einige Länder in der Hinsicht bereits Konsequenzen ziehen. Jetzt gibt es zunächst Informationen zur astronomischen Situation. Da werden also im Erdorbit neue Entdeckungen gemacht werden. Da gibt es Veränderungen, die von der Wissenschaft festgestellt werden, wohl auch neue Objekte, die man dort entdeckt, die dann auch zu weitreichenden Entdeckungen und einer neuen Bewertung der astronomischen Situation führen werden. Gab noch einen Hinweis in Bezug auf Wetter- und Gefahrensituationen auf Reisen. Speziell für Mai und Juni sollte man achtsam sein, wenn man sich im Gebirge
Sorge bewegt, sagt er, dort kann es zum überraschenden Wintereinbrüchen kommen. Das heißt also, es ist mit starkem Schneefall zu rechnen, sodass man halt, wenn man eben unterwegs ist auf einer Wanderung oder wenn man noch Ski fährt, dass man dort achtsam sein muss, um nicht abgeschnitten zu werden. Beziehungsweise es gibt wohl auch einige Veränderungen in Bezug, er hat es auf Erdrutsche, Lawinen, Abbrüche von Gletschern beschrieben, sodass es also bei sportlichen oder Freizeitaktivitäten dort im Gebirge zu großen Risiken kommen kann. Da sollte man also immer achtsam sein, wie die Situation in der Region, in die man gerade bereisen will, sich gestaltet und dort die notwendige Vorsicht walten lassen. Ab Juli diesen Jahres, sagt er, ist die Situation wieder in Ordnung. Die Information beschränkt sich jetzt auf Mai und Juni 2024. Noch eine Information zur Situation in Asien. Dort sieht er, dass Ende Mai oder ab Ende Mai die politische Situation zwischen Taiwan und China eskalieren kann und auch, dass es zwischen Nord- und Südkorea verstärkte Spannungen geben wird. Das wird sich natürlich auf die weltweite Situation entsprechend auswirken. Hinweise auf Risiken, was die Seefahrt anbetrifft. Er sieht, dass da drei größere Unfälle auftreten werden, und zwar betreffen die große Reedereien und auch sehr große Schiffe, die dort im Dienst dieser Reedereien stehen. Er sieht den Schiffbruch eines solchen Fahrzeuges auf offener See. Dort wird er also durch schweres Wetter oder einen technischen Unfall das Problem geben, dass dieses Schiff da auf hoher See in Seenot gerät. Ein weiteres großes Schiff wird in Küstennähe, also entweder auf Reeder oder im Hafen, von entsprechend technischen Problemen und der Bedrohung eines Verlustes betroffen sein. Ebenso in den USA sieht er zum einen Probleme mit der Schifffahrt, also dass da auch eine Reederei dadurch betroffen sein kann. Zum anderen, das, was im ersten Teil des Updates schon angesprochen wurde, kam jetzt nochmal in den nächsten Wochen, in den Monaten jetzt Mai, Juni. Es sieht auch nochmal ein Problem in den USA selbst, und zwar entweder durch einen Unfall, also Feuer oder eine Explosion, beziehungsweise auch ein Anschlag. Also es kann auch ein Anschlag sein, der auf einen belebten Platz, also entweder eine Shopping Mall oder ein anderes Gebiet, was stark von Menschen frequentiert ist, verübt wird. Also dort sollte die Behörden, die für solche Plätze zuständig sind, sehr achtsam sein. Und die Leute, die da unterwegs sind, sollten eben auch achtsam sein, was solche Situationen anbetrifft. Ich würde es vergleichen mit dem Anschlag auf die Crocus Hall, der ja in Russland stattgefunden hat. Das war jetzt der zweite Teil des aktuellen Updates. Es wird natürlich weitere Informationen im Mai geben. Er sagte, dort werden sich die Informationen zur Politik, Natur und Entwicklung der Gesellschaft schon positiver anhören, als das jetzt vielleicht noch der Fall ist. Also wir sehen, es wird Veränderungen geben, aber letztlich im positiven Bereich. Und das passt alles, was wir jetzt so in den einzelnen Updates sehen, zu den größeren Vorhersagen, die sich auf die nächsten Jahre beziehen. Also wir werden, so wie es vorher gesagt wird, die Zeit bis 2026 noch als sehr unruhig, teilweise sehr verwirrend, teilweise sehr überraschend, teilweise sehr herausfordernd erleben. Danach wird dann eine Zeit sozusagen der Prüfung beginnen. Also das Alte, was sich jetzt noch wehrt, was versucht noch sozusagen seinen Platz zu halten, das wird sich dann recht zügig auflösen. Alles, was nicht mehr zeitgemäß ist, das wird halt verschwinden. Und dann nimmt das Neue auch Form an, für jeden sichtbar. Und das, was man momentan an Ängsten, an Schwierigkeiten, an vielleicht Bedrückung da ist, das wird sich wandeln in Kreativität und in Ideen, wie eine neue Welt beschaffen sein kann, wie ein neues Zusammenleben aussehen wird. Das werden wir also bis 2032 eine sehr positive Zeit erleben. Dass wir natürlich jetzt momentan mit solchen Spannungen zu tun haben, mit solchen Unwägbarkeiten, dass alles sozusagen auf des Messers Schneide zu stehen scheint, egal ob jetzt in militärischer Hinsicht, in politischer Hinsicht, in wirtschaftlicher Hinsicht oder auch was die Natur anbetrifft, das hängt einfach mit der Zeitqualität zusammen, in der wir leben. In diesem Zeitraum, wir können sagen, von jetzt oder eigentlich schon seit 2020 bis 2032, das ist ein Zeitraum, in dem die Entwicklungen für die nächsten 250 bis 300 Jahre entschieden werden. Und das ist für mich auch immer der Ansporn, nochmal darüber nachzudenken, zu sagen, in welcher Welt wollen wir leben? Welche Welt wollen wir für uns in der Zukunft? Welche Welt wollen wir unseren Kindern hinterlassen und unseren Enkeln und den
die nach ihnen kommen. Also es ist nicht nur die Zeit, jetzt auch, es ist die Zeit, auch groß zu träumen, die eigenen Pläne, die eigenen Ideen umzusetzen und konsequent den eigenen Weg zu gehen. Also nicht Energie zu verschwenden an Dinge, die eigentlich schon längst im Gestern versinken, nur eben noch momentan sehr präsent sind, sondern es ist die Zeit, das Neue zu gestalten und den eigenen Weg zu gehen. Weg von materiellen Themen hin zu einer neuen Spiritualität, zu einer neuen Geistigkeit. Wenn wir die Entwicklung aus uns heraus schaffen, dann werden wir die Welt wirklich umgestalten können. Dann kommt das im Außen alles nach. Es ist wichtig jetzt, den eigenen Weg, den eigenen Fokus zu halten, sich nicht in sinnlose Kämpfe zu verstricken zu lassen. Denn das, was geht, wird sowieso gehen. Und ich sehe es immer noch besser, etwas Neues zu schaffen, als mich mit etwas herumzustreiten, was eh der Geschichte schon angehört. Eine Ergänzung vielleicht für all jene, die jetzt das Thema Osteuropa vermissen. Da gab es in privaten Lesungen entsprechende Hinweise. Dieses Thema wird zwar vor Ort noch eskalieren. Wir haben jetzt gerade die neue Marge, die die Amerikaner bewilligt haben, da was eine Militärhilfe anbetrifft. Aber dieser Konflikt wird dort bleiben, wo er ist. Das nochmal als Hinweis. Babumanu, thank you very much for this second part of the update. Thank you very much for sharing all the information from Richard Castilla with us. And all the best for you, and we will meet again tomorrow. Thank you. With our clients, with our community, we will meet also for the next update. Thank you very much. Thank you. Ihr Lieben, auch ich möchte mich ganz herzlich bei euch für eure Aufmerksamkeit, eure Abos und die vielen Kommentare und Likes bedanken. Außerdem möchte ich noch eine Vorankündigung für den kommenden Montag, den 29. April um 19.30 Uhr machen. Da habe ich wieder ein Live-Gespräch mit Thomas und zwar geht es diesmal um die Vimanas. Also freut euch schon drauf und wir sehen uns im Live-Gespräch am Montag um 19.30 Uhr hier bei Bewusstsein TV. Bis bald!